Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Mittelhessen-Derby unseres TSV Steinbach-Haiger gegen den FC Gießen. Ich begrüße jeden, der von draußen zuguckt, natürlich oben auch im VIP-Bereich und die Leute im Stadion. An meiner linken Seite begrüße ich ganz herzlich Daniel Ciemen, Trainer des FC Gießen. An meiner rechten Seite Ersan Palatan. Es wird mir gestattet sein, herzlichen Glückwunsch Ersan, aber die Fairness gebietet es natürlich immer das erste Wort dem Trainer der Gäste zu geben. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Erstmal natürlich Glückwunsch an Ersan und deine Mannschaft. Ja, ich glaube, heute ist es natürlich brutal für mich, jetzt hier zu stehen nach so einem Spiel. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht haben. Ich glaube, all das, was wir uns vorgenommen haben, gerade die Präsenz auch in den Zweikämpfen zu zeigen, mutig auch im Spiel mit Ball, gefühlt hat heute in der ersten Halbzeit alles gefehlt und so war es eigentlich mehr oder weniger nur eine Frage der Zeit, eigentlich bis das 1-0 fällt. Das war eigentlich das Positive für uns, dass es zur Pause 0-0 stand. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein bisschen das System umgestellt und ich glaube, das, was uns dann alles in der ersten Halbzeit gefehlt hat, haben wir dann in der zweiten Halbzeit endlich auf den Platz gebracht. Wir waren in den Zweikämpfen präsent. Wir konnten etwas besser die Halbräume verteidigen, haben nach vorne hin auch mal die Bälle festgemacht, hatten auch mal Ballbesitzphasen. Und so konnten wir dann auch das Spiel nicht nur in eine Richtung lenken, konnten das offener gestalten, machen dann natürlich zu einem super Zeitpunkt das 1-0. Und was in den letzten 4 Minuten dann passiert ist, kann ich nicht wirklich erklären. Ist natürlich für uns extrem bitter und brutal. So ist es halt manchmal im Fußball, aber wir müssen die vielen positiven Dinge aus der zweiten Halbzeit mitnehmen, auch wenn das vielleicht heute, morgen, vielleicht auch noch übermorgen dauern wird, bis wir dieses Spiel verarbeitet haben und auch verdaut haben. Aber ich habe da viel, viel Positives gesehen und wenn die Jungs sich daran dann wieder halten, dann bin ich nach wie vor überzeugt, dass wir dann die nötigen Punkte holen. Nochmal Glückwunsch an Steinbach und schönen Abend von mir noch. Ja, vielen Dank für das Statement, Daniel. Ersan, nach dieser verrückten Schlussphase, 2-1 Heimsieg im Derby, nun dein Statement zum Spiel, bitte. Erstmal natürlich von mir auch schönen guten Abend in die Runde an alle, die zuschauen und zuhören. Ja, ich kann das nur aufgreifen, was Daniel auch gesagt hat, dass wir aus unserer Sicht eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, vieles richtig gemacht haben, uns viele Torchancen erspielt haben, oft sehr dominant, mit viel Spielkontrolle und auch sehr viel Spielidee und eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, sowohl im Spiel mit dem Ball, aber auch im Spiel gegen den Ball, haben wir sofort immer den Angriff sozusagen vom Gegner irgendwo sofort zugemacht, sofort zugestellt, sofort die Bälle gewonnen, sodass wir auch die zweite, dritte Welle fahren konnten. Machen aus meiner Sicht, was ich jetzt gesehen habe, ein reguläres Tor, was als Abseitstor aberkannt wird, ist natürlich ärgerlich für uns, weil wir da in der Phase auch sehr drückend waren und klar überlegen waren. Und deswegen ist es irgendwo schade, dass wir uns da nicht belohnen und uns auch da in eine gute Ausgangsposition bringen als Mannschaft. Das kann man der Mannschaft ankreiden, ohne jetzt einen Vorwurf auszusprechen, weil ein Tor will jeder erzielen, ein Assist will jeder machen in der Mannschaft. Aber da müssen wir einfach die Chancen, die wir haben, zu Toren ummünzen. Und eins ist natürlich auch klar, dann in der zweiten Halbzeit, dass eine Mannschaft sich anpassen wird, nicht nochmal so eine zweite Halbzeit spielen wird, wie auch Daniel gesagt hat, jetzt aus der Sicht von FC Gießen. Das ist auch klar. Deswegen muss man halt diesen Treffer machen und sogar vielleicht das zweite machen in der ersten Halbzeit, um da auch dann mehr Ruhe zu haben. Und wir haben es allgemein in der zweiten Halbzeit nicht mehr so spielen können wie in der ersten Halbzeit. Mir war das aber auch klar, weil, wie gesagt, eine Mannschaft sich dann auch denn die Lehren draus zieht, der Trainer von in der Halbzeitpause das korrigieren kann. Und da muss ich auch ein Kompliment an Daniel aussprechen, die dann zweite Halbzeit auch ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben, im Spiel mit dem Ball viel mutiger waren und, wie er es auch beschrieben hat, uns da auch ein paar Mal vor schwierigen Aufgaben gestellt haben. Und dass ein Leid des anderen freut, natürlich die letzten 4 Minuten schwappt bei uns denn über die Euphorie. Und da sind wir natürlich alle glücklich, müssen gucken, dass wir da natürlich aber trotzdem ruhiger denn draußen bleiben. Da nochmal auch Daniel an euch, entschuldige ich mich im Namen meines Trainerteams, wenn da irgendwas auffällig war, was ich jetzt auch nicht sehen konnte. Das gehört sich einfach nicht, aber das sind halt Emotionen. Nach dem Spiel ist, glaube ich, alles gegessen und
wir werden uns da verstehen und auch aussprechen. Und von daher sind wir einfach heute glücklich, wichtige 3 Punkte eingefahren zu haben. Und jeder weiß, dass wir nächstes Wochenende frei haben. Deswegen waren diese 3 Punkte umso mehr wichtiger, weil wir nächste Woche nicht eingreifen können, müssen schauen, was die Konkurrenz macht. Aber wir werden die Tage genießen und ab Dienstag dann weitermachen. Ja, vielen Dank, Ersan. Dann kommen wir erstmal zur Rückfrage der Pressevertreter. Jo, müsste passen. Ich fange mal auch mit dem Gast an, Daniel. Bei deiner Aufstellung ist die Torwartposition, ist uns aufgefallen. Also Matai Birol stand im Tor, Freddy Löhne auf der Bank, Gribovic nicht im Kader. Warum Matai und wie ist da diese Torhüter-Konstellation heute gewesen? War es ein Geschenk für das Spiel hier bei seinem Ex-Verein oder waren andere Gründe dafür ausschlaggebend? Dazu möchte ich nur sagen, dass es eine disziplinarische Maßnahme war und mehr möchte ich auch zu dem Thema nicht sagen. Gut, dann an Ersan noch die Frage, Tabellenführung erklommen, zumindest für eine Nacht. War das nochmal ein zusätzlicher Ansporn heute oder ist das auch nebensächlich? Ich meine, vor 2 Wochen waren wir nach Balingen, eigentlich war das so weit weg und jetzt seid ihr plötzlich da. Ist ja Wahnsinn, wie schnell das geht auch. Ganz ehrlich, ich schaue persönlich nicht auf die Tabelle. Mir wurde gesagt, ich wusste das gar nicht, wenn wir heute gewinnen, dass wir Tabellenerster sein könnten über die Nacht. Ist eine schöne Momentaufnahme. Aber ich weiß, dass da noch 9 Meisterschaftsspiele für uns anstehen und einige mehr für die Gegner bzw. für die Kontrahenten, die da mitwirken. Wir müssen sehen, dass wir unsere eigenen Hausaufgaben machen und ich persönlich schaue da nicht drauf. Ich weiß auch nicht, ob die Jungs das thematisiert haben. Ich weiß, dass natürlich im Umfeld und im Verein gerne drauf geschaut wird. Sollen sie auch machen, das ist auch ihr gutes Recht. Das ist auch das, wofür wir hier stehen und auch ich persönlich das Ziel und das Streben habe, maximalen Erfolg zu haben und wenn wir da oben sind, wollen wir auch ganz oben landen, das ist einfach so, aber wir wissen auch, dass dazu auch eine Menge Arbeit gehört, viel Disziplin, viel Fleiß und das machen die Jungs momentan, das Quäntchen Glück hatten wir in der ersten Halbzeit nicht, aber dann am Ende des Spiels, um hier heute auch als Sieger vom Platz zu gehen, deswegen genießen wir das denn und schauen, was die Ergebnisse denn mit sich bringen, ob wir denn da oben bleiben oder dann doch nicht. Okay, dann noch eine abschließende Frage. Gießen war jetzt spielfrei, wollte euch testen, konnte dann nicht wegen Corona. Wie sehen jetzt bei euch die nächsten 2 Wochen aus? Ich habe gehört, ein paar Spieler gehen noch mal in Kurzurlaub. Wie ist da so die Planung? Ja, was heißt Kurzurlaub? Ich meine, wir fangen Dienstag wieder an, 2-3 Tage. Ich weiß jetzt nicht, wo der ein oder andere Urlaub machen will. Ich denke mir, die werden bei der Familie sein oder bei Freunden sein, viele. Und ich persönlich dann auch, weil man das einfach auch nutzen kann. Wir werden sehen, ob wir am Wochenende spielen können gegen einen Gegner, den wir eventuell noch ausfindig machen müssen. Aber es muss jetzt nicht auch sein, dass wir spielen. Wir haben da so viel Qualität innerhalb der Mannschaft, auch in der Breite, dass auch jede Trainingseinheit für uns uns weiterbringt. Und von daher werden wir einfach schauen, wie wir das Wochenende dann gestalten. Ja, dann vielen Dank für die Rückfragen. Vielen Dank auch an die 1111 Zuschauer, die hier heute im SIPRIS Sportzentrum Havasen-Haiger waren. Schaut euch morgen gerne nochmal die Highlights an, sonst werdet ihr vielleicht nicht verstehen, was hier heute eigentlich genau passiert ist. Daniel, deiner Mannschaft und dir viel Erfolg für die Restrunde. Ersan, dir natürlich auch von meiner Seite viel Erfolg. Und unser nächstes Spiel ist ja ein Pokalspiel in Stadtallendorf. Ich hoffe, da kommen einige Zuschauer von uns mit, weil ich denke, es wird spannend. Vielen Dank und einen schönen Abend.